So, und da sind wir auch wieder. Ja. An einer anderen Stelle diesmal. Liegt einfach daran, dass ich die letzte, bei der letzten Aufnahme habe ich die Aufnahme beendet, aber vergessen. Vergessen Dingsbums zu speichern. Das bedeutet Aufnahme beendet, Spiel beendet, um Dingsbums zu beschriften und dann. So, warum ist das gebuggt und warum kann ich nicht Einhandkampf, Magie, Stärke. Warum kann ich nicht Dingsbums triggern? Vermissten Leute, Portal. Gut, muss ich gucken, ob ich das irgendwie anders machen kann. Das ist kein Geheimnis mehr. Warum soll ich mich denn noch bei ihm kümmern? Gut. Hier kann ich sonst vorerst nichts machen. Soweit ich mich erinnern kann. Bin auch relativ stark pleite. Aber obwohl, kann ich da wirklich nichts mehr machen? Ich glaube, das Gold kann ich verkaufen. Ja, komm, ist egal. Ich guck einfach mal, ob ich das andersweitig krieg. Also folgendes. Entweder lassen sie mich ins Kloster wegen dieser wertvollen Innus-Statue oder aber auch sie lassen mich durch den normalen Weg ins Kloster. Ich finde es nur komisch, dass ich das Event nicht triggern kann. Normalerweise kann Saturas mir ja helfen, mich einer Gemeinschaft anzuschließen. Ich guck mal. Also Addon-Weg ist hier, du gehst zu Laris, der schickt dich wieder zu Saturas. Zu Vatras, Entschuldigung, mein Fehler. Vatras schickt dich dann zu diesem Priestertypen da auf dem Marktplatz. Der sagt, dass er hier was verloren hat. Und dementsprechend kriegst du dann diese wertvolle Innos-Statue. Und wenn du die dann im Kloster abgibst, wirst du dann da reingelassen. So ist die Prozedere, was ich eigentlich triggern wollte. Allerdings weiß ich nicht, warum das nicht getriggert ist. So, hier ist noch eine Höhle. Aber ich glaube, da war ich schon drin. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich habe keine Ahnung, wo man den Schlüssel herkriegt. Ich habe diese Truhe, glaube ich, noch nie aufgemacht. Noch nie. Naja, ich gehe erstmal zum Kloster und guck mal, vielleicht habe ich das Event ja auch schon irgendwie getriggert und es wird nur nicht angezeigt. Söldner, Miliz, Dragonis, Armbrustportal, Vermissten, Wassermagier, Ring des Wassers, Steckbrief und Banditen, Krautpaket. Ich habe jetzt noch einige Quests, die ich machen kann. Sogar. Jo, das war einfach. So, ach. Warte mal, ich will mal was probieren.
Ist hier oben irgendwas? Ich kann mir das gut vorstellen. Es wäre cool, wenn hier irgendwas ist. Nee, ist aber nicht. Schade. Okay. Aber hier liegt noch eine alte Steintafel. Super. Hallo. Hey. Oh, Meister Isabel. Inos zum Gruß. Was kann ich für dich tun, Wanderer? Wohin komme ich, wenn ich diesen Weg weitergehe? Der Weg führt zum Kloster der Feuermagier. Doch der Zutritt ist nur den Dienern Inos gestattet. Und wenn du als Novize im Kloster aufgenommen werden willst, musst du ein Schaf mitbringen. Und 1000 Goldstücke. Was machst du hier? Ich bin ein Magier des Feuers. Ein Priester unseres Gottes Inos. Dieser Schrein ist ihm, dem obersten Gott, dem Schöpfer des Feuers und Herrn der Gerichtsbarkeit geweiht. Zu mir kommen die Menschen, um zu Inos zu beten und sich segnen zu lassen. Und für eine kleine Spende bekommst du bei mir verschiedene nützliche Dinge. Sag doch gleich, dass du ein Händler bist. Zeig. Nicht schlecht. Möge Inos... Danke. So, natürlich weiß ich, wo es hier lang geht. Na komm mal her. Gut, hier, oh, hier liegt noch eine Steintafel. Das freut mich, das freut mich. Jupp bei dir und jupp bei du. Eine Steintafel macht mich froh. So, was haben wir denn hier? Ich kann mal auch, soweit ich weiß, irgendwo runter. Und da gibt es nämlich auch Feuernesseln. Willkommen beim Kloster Inos, Fremder. Ich bin Bruder Pedro, ein demütiger Diener Inos und Wächter der Pforte des heiligen Klosters. Was ist dein Begehr? Ich will ins Kloster. Es ist nur den Dienern Inos gestattet, das Kloster zu betreten. Wenn du zu Inos beten willst... Was muss ich tun, um im Kloster aufgenommen zu werden? Wenn du in die Gemeinschaft Inos aufgenommen werden willst, musst du die Regeln des Klosters... Außerdem verlangen wir von jedem neuen Novizen die Gaben an Inos. Ein Schaf und 1000... Das ist verdammt viel Gold. Es ist ein Zeichen dafür und bedenke, die Entscheidung an Diener... Ja, passt schon. Welchen Inos solltest du dich an einem Bruder der Gemeinschaft oder an unserem Eigentum vergehen? Inos ist... Ja, also so ungefähr wie... du hast Pflichtnovizen und so weiter und so fort. Wenn du irgendwas machst, musst du halt eine Strafe bezahlen. Also so wie in allen Gemeinschaften. Ich möchte... Du hast nicht... Scheiße, das habe ich mir gedacht. Aber warum wird das Event mit der wertvollen Inos-Statue nicht getriggert? Das ist hier die Frage. Wieso? Lass mich mal überlegen. Habe ich irgendwas vergessen? Muss ich vielleicht den Ring von Laris tragen? Nee, habe ich ja schon.
Lass mich mal ganz kurz überlegen, warum der jetzt nicht getriggert wird. Warum wird der nicht getriggert? Ich will nochmal zurück an den Anfang. Da will ich nochmal mit Dingsbums, mit Kavalon sprechen. Ich habe mit Laris gesprochen. Bei den Söldnern, Krautpaket, verbotene Weide. Oh je, Mini. Ach, das ist doch scheiße. Weißt du was, ich mache mal was anderes. Ich habe hier ja unten gespeichert, bevor ich mit dem Torlauf gesprochen habe. Deswegen will ich dann den Spielstand mal laden und probiere mal mit Cheats, werde ich mich schnell in die Stadt teleporten und werde mal gucken, ob das vielleicht das Problem war. So, B, Marvin B, Marvin Mode, F2, go to Waypoint Hafen, ab zum Hafen und dann hier mal mit Laris gesprochen. Hey! Nee, das nicht. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche... Und was geht? So, dann gehe ich mal zu... Keine Angst, es ist so ein... wenn du den Marvel-Mode anhast, kannst du dir so ein Stück nach vorne teleporten und bist dann wesentlich schneller unterwegs. Ich will einfach nur gucken, ob das vielleicht daran lag, dass ich die Quest schon abgegeben habe. Mehr. Welcher Gemeinschaft soll ich mich anschließen, müsste er fragen. Gut, dann habe ich halt einen Fehler gemacht. Keine Ahnung, was da los ist. Spielstand, nee, warte mal. B42-esk. Und jetzt ist das alles wieder weg. Gut. Spielstand laden, hier weiter geht's. Dann will ich nochmal in der Stadt einfach mal gucken. Vielleicht fällt mir was dazu ein. Ich brauche auf jeden Fall ein Schaf. Das kriege ich von Ona. Da kann ich ein Schaf kaufen. Aber ich brauche auf jeden Fall noch 1000 Goldstücke. Ich hätte diese ganzen Kräuter nicht kaufen sollen. Scheiße. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass das Event auf einmal nicht mehr getriggert werden kann. Das ist total dämlich. Jetzt habe ich eine wertvolle Innenstatue und die bringt mir rein nichts. Flammenschutzring, Feuerring. Was haben wir hier? Ring der Geisteskraft. Steinhaut. Nehme ich das mal. Was habe ich denn für Werte? Okay. Ah, die Sonne blendet. Ich will nochmal mit dem Watraus sprechen. Hey, du. Der kann gar nichts machen. Das ist doch scheiße.
Hey, du. Ich habe noch... Gut, hier. Kannst du mir etwas über Magie beibringen? Kannst nur den erwählten Innos und den erwählten Adanos ist es gestattet, Runenmagie zu wirken. Aber auch gewöhnliche Sterbliche können Magie mit Hilfe von Spruchrollen wirken. Ich kann dir zeigen, wie du deine magischen Kräfte kanalisieren und erweitern kannst. Gut, Scheißendreck. Na gut, dann muss ich in den sauren Apfel beißen und es irgendwie hinkriegen, von Ona ein Schaf zu kaufen und... Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ist das wirklich wahr? Na, wie heißt's? Und irgendwo 1000 Goldstücke. Einzukassieren. Hier ist ja zum Glück alles leer. Ich will jetzt nochmal mit Kavalon schwätzen. Dann will ich nochmal mit Lester schwätzen. Da kriege ich auch noch ein paar XP. Achso, ja, bin ich an dem echt vorbeigelaufen. Was? Wo ist denn Cavallo? Achso, ja, stimmt. Cavallo ist ja woanders, aber habe ich den nicht platt gemacht? Den Banditen? Das ist komisch. Also egal. Gehe ich erstmal zu Xardas, weil ich weiß nicht, ob der Laris schon bei ihm ist oder nicht, oder noch im Tal rumeiert. Weil ich kriege nämlich nochmal ein paar XP, wenn ich zu Laris gehe und sage, es hat geklappt damit. Ich bin mir aber nicht mehr ganz so sicher, ob ich das schon gemacht habe. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das noch offen sein. Lässt sein, nicht Laris, Entschuldigung. Bist du... Und wie? Tage. Alles klar, dann lassen wir den mal in Ruhe ausruhen. Hey. Wegen des Unbekannten belästige mich nicht mehr. Wie ich bereits sagte, in der Nähe der Stadt Korinis. Ich habe meinen Turm hier neu errichtet. Aber es ist erst wenige Tage her, dass wir uns das letzte Mal im Minental gesehen haben. Die Diener, die ich rief, um einen Turm zu bauen, haben ganze Arbeit geleistet. Das kann man wohl sagen. Woher bekomme ich bessere Ausrüstung? Der nächste Ort, an dem du bessere Waffen und Rüstungen bekommen kannst, ist die Stadt Korinis. Aber unten im Tal findest du einige Heilpflanzen, die dir helfen werden, wenn du im Kampf verwundet werden solltest. Direkt vor meinem Turm ist ein See. Naja. Warum darf der Kreis des Feuers nichts von dir wissen? Früher war ich mal ein hohes Mitglied des Kreises.
Ich ahnte schon damals, dass die Dämonenmagie der Schlüssel zur magischen Barriere war. Aber die anderen Mitglieder dieses Kreises hätte ich nie von diesem Weg überzeugen können. Hohes Mitglied, du warst mal Chef von Kreis verlassen, um die schwarzen Künste zu studieren. Für dieses Vergehen gibt es in den Augen der Feuermagier, der geweihten Innos, der immer guten und rechtschaffenden, keine Entschuldigung. Sie wissen mit Sicherheit, dass ich noch lebe, aber nicht, wo sie mich finden können. Und das ist auch gut so. Ja. Ich war in der Stadt. Und? Konnte... Ich werde nicht bei ihm vorgelassen. Unsinn. Du wirst doch ein... Notfalls geh ins Kloster und werde einer der Magier. Das ist zwar von meinem Standpunkt aus gesehen moralisch fragwürdig. Moralisch fragwürdig. Aber es bringt dich auch zum Ziel. Als Magier wirst du auf jeden... Das ist von meinem Standpunkt aus moralisch zwar fragwürdig. Ach, Xardas, ich mag den Kerl. Auch die Stimme von ihm finde ich echt genial gemacht. Also es hat schon so eine leitende Stimme, so eine Art Sensei-Stimme. Finde ich ganz cool. So, dann muss ich wieder in die Stadt. Ah, Kacke. Gut, guck ich mal, ob ich in der Stadt es irgendwie schaffe. Vielleicht schaffe ich es ja auch irgendwie nachts so ein bisschen rumzulaufen. Und mal ein bisschen an Gold zu kommen. Kannst ja auch hier die, wenn du nicht gesehen wirst, wir können ja schleichen und Schlösser knacken. Können wir uns auch mal an den Sachen der Einwohner mal zu schaffen machen. Habe ich eigentlich noch Lernpunkte? Nee. Kacke. Ich krieg langsam Hunger. Ist die Frage, was ich mache. Ob ich mir was zu essen hole. Oder ob ich mir schnell was aus der Pfanne mache. Oder ob ich mir ein Brot schmiere. Ich weiß nicht, ich finde das Spiel sehr, sehr genial. Mir gefällt das. Das ist eins in meinen Augen immer noch eins der besten Rollenspiele. Auch wenn man jetzt mittlerweile guckt, was man jetzt so für Konkurrenz hat. Oh, eine Sternschnuppe. Aber ihr müsst halt bedenken, das Spiel kam 2002 raus. 2002. Wie alt war ich denn da, als es rauskam? Ich glaube 2000 kam das raus. Wir haben jetzt knapp 2019. Da müsste ich... Ich glaube, als das Spiel rauskam, war ich 9. Oder 11. Okay, die sind alle noch wach. Die legen sich irgendwann hin und dann kannst du nämlich hier mal schnell das ein oder andere ausrauben. War ich eigentlich schon hier auf den Dächern? Die kannst nämlich auch noch auf den Dächern rumlaufen, da liegt nämlich auch noch Zeug rum. Na, bist du noch wach, Alvin? Und? Was machen die Schafe? Die Schafe fressen und werden immer fetter. Genau wie meine Frau. Das ist ein Drecksack. Oh Mann, das ist echt ein Drecksack. Ich könnte hier... Kleine Sense. Nimm ich das Zeug mal mit, wer weiß. Vielleicht hilft es mir, ja, aber für mich sieht es so aus, als wenn ich schon hier oben gewesen wäre. Und es wird noch viel schlimmer. Ja, war ich schon, okay. Speichern, ich will mal gucken, ob ich hier irgendwas machen kann, aber ich glaube, der ist ein bisschen zu stark für mich. Da oben ist nämlich eine Wache. Das Problem ist aber keine normale Wache, der bewacht nämlich irgendwas.
Und da gibt es auch was zu holen. Das ist aber keiner der Stadt. Und wenn ich mich mit dem prügel, wird einer von uns sterben. Also ist jetzt keine normale Prügelei. So, nochmal Mut angetrunken. Nee, dafür brauche ich aber nochmal einen Grog hier. So, nochmal gespeichert und dann feuerfrei. Dann kloppe ich mich mal mit dem Halunken. Hey, du hast hier... Wer bist du? Das geht dich nichts an. Der Chef? Von was? Von den Kisten? Hey, das Lagerhaus und... Ja, das habe ich mir gedacht. Der ist richtig gut. Gut, mit dem kann ich noch nicht wirklich was anfangen. Dafür brauche ich besseren Einhandkampf. Oben war ich schon. Ich muss mich aber mit dem boxen. Warte mal, Brahim, du kannst auch, hast, bist auch ein Händler. Was hast du denn? Landkarte, Stadtkarte. Den Wolfszahn kann ich verkaufen. Degen kann weg. Degen der Banditen behalte ich. Kleine Sense. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Davon können zwei weg. Nee. Ich habe einen Feuerring, das bedeutet, der Flammenschutzring kann weg. Geisteskraft behalte ich mal. Die Schatulle. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Die Hacke. Fell eines schwarzen Trolls. Ist nicht, ja, Erzbrocken ist auch nicht so viel wert. Aber wenigstens habe ich jetzt wieder ordentlich Kohle. Aber kommt später noch. Ja, ja. Ist natürlich schade. Die Geldbeutel will ich noch behalten, im Fall, dass ich Probleme krieg. Ich will aber noch mal ein paar XP abstauben. Danke, dass du mich gerettet. Elbridge wird ab. Ich kann nur hoffen, dass er nicht beim nächsten Weiberock, der vorbeisegelt, wieder verschwunden ist. Nimm dieses Gold von mir als Dank, dass du meinen Lehrling zu mir zurückgebracht hast. Ja, damals, wow. Ich habe mir gerade 200 Tacken gegeben. Krass, cool. Danke. Tja, früher war das alles anders. Da waren die Leute noch froh über ihre Lehrlinge. Und heutzutage, bist du als Lehrling behandelt hier, wenn du nicht produktiv genug bist oder dem nicht passt, bist du teilweise behandelt wie ein Stück Vieh. Soll ich mich denn noch alles geben? Wie ein Esel. Es ist immer noch zu früh. Ich warte, dass die alle pennen gehen, dann kann ich mir nämlich die Häuser ausräumen. Ja, das werde ich tun. Aber vorher möchte ich noch ein bisschen Gold ausgeben. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Kannst du mir noch eine Weissagung geben? Oh Sohn der geheimnisvollen Zukunft. Erst wenn die Zeit mir... Achso, habe ich schon gemacht. Okay, gut, super. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Was kann ich hier noch machen? Krautpaket, jo. Bromos goldene Schale. Nördlichen Wald hinter Seekopshof. Da bin ich aber Informationen für Gabel. Das ist ja schrecklich. Das habe ich doch gar nicht gewusst. Das höre ich zum ersten Mal.
Ich glaube da nicht. Die Bewohner von Corin, ich brauche sie nicht. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis in der Umgebung der Stadt zu meiden. Des Weiteren ist jeglicher Kontakt zu den aufständischen Bauernschaften in den umliegenden Gebieten strengstens untersagt. Das ist doch kein Geheimnis. So, wir haben jetzt 4 Biere. Ich glaube, wir brauchen 5 oder 6. Willst du noch ein leckeres, herbes Bild? So, der Ranga, der sagt uns nämlich natürlich immer so ein bisschen was, je mehr wir ihn besoffen machen. Auch wenn er Wacholder trinkt, er sollte eigentlich ein Bier trinken. Weißt du, man trifft nicht auf die... Aber ich glaube, das habe ich schon gemacht. Gut, dann muss ich das im Gabel wahrscheinlich nochmal erzählen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Dann werde ich mich noch ein bisschen in der Stadt hier zugute tun. Und gucken, was ich da noch machen kann. Bevor ich jetzt in die Stadt, ins Kloster gehe. Das ist eigentlich schade. Ich hätte gedacht, ich könnte das Event triggern, wäre schon längst im Kloster, aber naja. Bürger, Bürger, Bürger. Oh mein Gott, wo bist du denn? Tja, Mo. Guckst du blöd, hä? Hey, du. Was ist denn so? Die Orks... Ich wollte ja nur... Das größte Problem, das wir haben, ist, dass im Hafen nicht genug Schiffe liegen, um uns von hier zu verdrücken. Um ehrlich zu sein, liegt hier nur ein Schiff und das gehört den Paladin. Die lassen uns bestimmt nicht damit abhauen. Gut. Das gibt doch nur noch mehr. Na gut. Lara ist kleiner Gauner. Gut, dann mache ich was anderes. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Man darf halt nicht alles glauben. Ich will erstmal hier lang. Ich will auch nochmal nach hinten auf diese Insel. Die ist, glaube ich, relativ schwierig. Aber es lohnt sich. Ich weiß nicht, habe ich hier hinten diese Warane schon platt gemacht? Weil hier gibt es nämlich auch noch was zu finden. Aber ich glaube, hier habe ich schon... Nee, habe ich noch nicht. Okay. Gut. Ah, da willst du gleich salutieren bei dieser Musik hier. Gefällt mir. Ich mag so Musik. Fisch. Yay. Hier gibt es aber, glaube ich, noch einen Varan. Da hinten habe ich ihn noch schon gesehen. Ist aber nur einer, ne? Gibt ja genug Betten, also von daher kann ich auch mal ruhig bis an die Grenzen gehen. Piratensäbel, der ist natürlich nicht schlecht. Kann ich das Paladin-Schwert eigentlich verkaufen? Wie zu weit entfernt? Bis um Mitternacht schlafen. Lecker alten Fisch mitgenommen. Ich hoffe, das ist von der Aufnahme her nicht so dunkel. Ich muss aber jetzt leider wirklich im Dunkeln jetzt halt hier los.
Von daher tut mir das ein bisschen leid, Leute. Müsst ihr wahrscheinlich eure Bildschirme ein bisschen heller stellen. Weil aus irgendeinem Grund kann ich zwar in-game das Gamma höher schalten und die Helligkeit. Somit kann ich super sehen hier. Aber das in der Aufnahme wird das nicht aufgenommen und das Spiel ist einfach viel zu dunkel. Na komm, spring doch schon. Ich hoffe, das kriege ich alles in einer Nacht durch. Schade, dass du hier keine Uhrzeit, also du kannst hier schon eine Uhrzeit machen, aber das kannst du nicht offiziell machen, das kannst du nur mit dem Cheat-Modus machen, den ich euch eben im anderen Spiel schon gezeigt habe, um was zu überprüfen. Naja. Gut, da ist immer was los. Ich speichere jetzt hier ganz viel. Also man kann auch hier ein bisschen tricksen. Es gibt halt ein Problem. Du darfst nicht so oft failen. Dann werden die Leute nämlich wach. Du kannst aber auch springen. Gut. Den haben wir schon mal ausgeraubt. Das wird jetzt knifflig, weil hier ist die Truhe nämlich direkt. Ich darf, glaube ich, maximal, indem ich nämlich erwischen, gibt es Riesenärger. Rechts, links, rechts, links, links, rechts. Gut, das war schon mal nice. Hier sehen die mich, da auch. Das bedeutet, diese zwei Häuser kann ich noch nicht ausräumen. Nimm deine Pfoten da weg! Das habe ich mir nämlich gedacht. Das habe ich mir nämlich gedacht, aber das kriegen wir hin. Hier war das, glaube ich, rechts, links, ne? Ja, das ist das Problem. Die sind jetzt extrem schnell wach geworden, normalerweise. Okay, rechts, links, links, rechts. Man muss halt wirklich, wirklich stark aufpassen. Das kann natürlich jetzt auch viele Parts fressen. Deswegen werde ich bei jeder Truhe, nach jedem Haus, was ich erfolgreich geplündert habe, speichern. Darf halt nicht erwischt werden. So, hier will ich mal speichern. Die werden aggressiv, wenn ich die Häuser betrete, deswegen aufpassen. Gut.
gut. Hier muss ich echt aufpassen, weil irgendwann gehen die nämlich pennen. Dann ist es halt doof. Okay, das war easy. Das war nämlich mal abgeschlossen. Weil wenn die uns nämlich einmal auf den Kicker haben, dann beobachten die uns. Und dann kann es nämlich ganz schön eng werden. Wenn die uns nämlich verfolgen und beobachten. Ich kann es hier mal probieren. Hier pennen die noch nicht. Aber ich will hier lieber speichern, sorry. Weil ich keine Lust habe, so eine Sache zweimal zu machen. Okay, der geht in sein Haus. Und wegen drei Pfeilen habe ich keine Lust, Ärger zu kriegen. Gut, in das Haus kann ich auch gleich rein. Hier drin war ich schon, glaube ich. Ja. Keine Angst. An hier darf ich ja theoretisch rein, aber an die Truhe darf ich nicht ran. Links, links, okay. Verdammt, Finger weg da! Mist, das habe ich mir gedacht. Der ist wach geworden. Scheiße, scheiße, scheiße. Och nö.